Die Kunst des individuellen Bierbrauens erlebt Hochkonjunktur und liegt im Trend. Vergebens sucht man hier nach Bier, das für die Masse aus den Zapfhahnen fließt. Hier sind Liebhaber am Werk, die sich dem handgemachten Bierbrauen verschrieben haben. Das individuelle Bier, also nicht unbedingt eben das industrialisierte oder das Massenbier, übt eine wahnsinnige Faszination aus, weil man es eigentlich nicht hat müssen neu erfinden, wir mussten es nur wieder entdecken. Und das klingt im kleinen Stil viel besser. Und das ist eigentlich der Boden, wo die Craftbrauer drauf bauen. Handgemachtes Bier liegt also hoch im Kurs. Viele der hier anwesenden Bierbrauer sind Quereinsteiger, die im eigenen Keller angefangen haben. Wenn aus einem Hobby plötzlich Berufung wird. Ich bin eigentlich Grafiker. Also ich komme eigentlich so aus dem Grafiker-Ecke. Marketing macht das auch noch nebenbei. Aber es ist halt wirklich, ich habe so die ganze Kreativität in einem Produkt kann ich irgendwie in dem ausleben. Ja. Wie wird man zum Brüllbraumeister? Ich hatte es einfach satt, gehabt, die Schweizer Bier zu trinken. Und wollte etwas anderes machen. Und bin dann eigentlich in einem Auslandaufenthalt bin ich auf das gestoßen, dass man selber Bier brauen kann. Und das war eigentlich der Beginn gewesen. Und habe das selber zu Hause ausprobiert. Und von dort weg ist dann das immer grösser und immer grösser geworden. Nachfrage immer grösser. Und das ist immer gewachsen, von Jahr zu Jahr gewachsen. Ich bin gelernte Bäckerin und wollte eigentlich nur ein bisschen was anderes ausprobieren. Und dann irgendwie habe ich mal das Bierbrauen probiert. Und jetzt macht es so viel Spaß, dass ich am liebsten nur noch Bier braue. Bierbrauen ist schon lange nicht mehr nur den Herren der Schöpfung vorbehalten. Denn Hauptsache geschmacks- und gehaltvoll. Doch was braucht es eigentlich für ein gutes Bier, nicht von der Stange? Für mich persönlich ein gutes Bier soll rund sein, ausgewogen sein, aber doch klare Charakteristiken haben, jetzt in unserem Fall vom Hopfen her oder vom Malzkörper her. Und andere Brauer denn das von den Charakteristiken her anders definieren. Seit ungefähr 5 Jahren schießen kleinere Bierbrauereien wie Pilzer aus dem Boden. Die Leidenschaft und die Kunst des Brauens stehen dabei im Vordergrund. Allerdings können nur wenige auch wirklich von ihrer Passion leben. Man versucht das Leben von Craft Beer. Also ein Teil ist Finanz und der zweite Teil ist Freude am Bier, das man zu Abend hat. Also es braucht noch ein bisschen Umdenken in der Industrie, in der Gastroszene vor allem. Also der Wirt ist noch nicht bereit, für ein handgemachtes Bier ein bisschen mehr Geld auszulegen. Aber es kommt, es gibt einen Wandel, es gibt ein neues Verständnis. Es ist noch ein teures Hobby.